Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht ihr nichts. Wir sind immer noch im Hotel. Wir sind die Sachen am Zusammenpacken und fertig machen und vorbereiten. Denn heute geht's ja auf die große Fahrt. Heute holen wir das Auto ab vom Flughafen. Und dann fahren wir noch schnell zur Uni. Haben wir gerade besprochen. Dabei wie nennt man die? Eine Professorin. Eine professionelle Freundin, eine Freundin von Judith, die hat noch soll noch Geschenke bekommen. Ja, die wollen wir noch abgeben, wollen wir mal gucken, ob sie da ist. Wenn nicht, dann gehen wir sie so ab. Dann War ja kriegt sie ja halt eigentlich nicht viel. Freitag Genau, geplant. war eigentlich Freitag. Ist egal. Ne? Und dann geht es auf große Reise mit Auto und dann gibt es auch Aufnahmen aus dem Auto. Viele hoffe ich jetzt aus Rio rausfahren, wahrscheinlich noch nicht, aber dann, wenn wir draußen auf dem Land sind. Ne? Weil ist ja eine GoPro. GoPro hat auch eine Halterung mit dabei. Also alles bestellt gehabt, war ein Komplettpaket, ne? Auch fürs Auto und so. Und dementsprechend werdet ihr dann auch viele, viele Autofahrt-Szenen mit drin haben. Wo Voll dann hört gerade langweilig. auf und dann redet dann mit euch und dann fährt er wieder gerade Voll langweilig. Ja. Wir haben geplant, dass wir bis nach Araruama. Ich habe keine Ahnung. Bis zu den Lamas und zurückfahren. Ist Richtung Araruama, glaube ich, was. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Auf jeden Fall in die Richtung seht ihr im Blog dann auch nochmal. Oh, Blog, da sage ich gerade was. Du musst deinen Blog noch schreiben. In die Richtung wollen wir auf jeden Fall. Es ist circa 2 Stunden von Rio entfernt. Wir holen ja um 12 Uhr unseren Wagen ab und dann haben wir 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr um den Dreh rum, bis wir da sind, wegen dem Verkehr auch. Ne? Und man muss sich ja auch erstmal eingewöhnen und einfahren und die fahren hier alle wie die Bekloppten. Und mit der CF fährt ihr dann später mehr. Wahrscheinlich hol mich hier raus! Oder ähnliches. Wir werden sehen und ja, seid einfach gespannt und wir melden uns nochmal vom Autoverleih. Wir haben es endlich geschafft, wir haben unser Auto. Um 12 Uhr sollten wir es abholen, ursprünglich. Es lief aber einiges schief. Erklären wir euch gleich unterwegs mit der Fahrt. Das ist das Baby hinter mir. Ich zeige es euch mal so. Ursprünglich war ein Ford Ka angedacht, jetzt haben wir ein Novo. Ist auch nicht schlecht, ist schick, klein, süß, knuppig. Ich denke, wir werden unseren Spaß haben damit. Ne? Ein Sandero, ein Renault Sandero, Entschuldigung, ich habe den falschen gesagt. Ja, den Rest berichten wir uns von unterwegs. Wir richten uns jetzt erstmal ein bisschen ein und dann ja, seht ihr auch ein bisschen was von unterwegs, auch von Rio und so weiter und so fort. Also bis dann. Geschichte, also holt euch Popcorn, macht nochmal kurz Pause, geht nochmal pinkeln, in einer halben Stunde wird das dauern. Nee, nicht ganz, aber es ist. Nicht ganz. Also, wir haben ja das Auto über Internet schon gebucht, ne? Weil wir ja gedacht haben, oh klar, wir fahren dann halt mit dem Auto durch Brasilien, dann sind wir schon unabhängig, alles klasse, ne? Und haben auch so weit gebucht und haben aber einen Satz mehr oder weniger missverstanden, überlesen oder wie auch immer. Das Problem ist also,
beantragt, bevor er beantragt hat, bevor er gekommen ist. So, aber Stefan hat keine Kreditkarte. Nur ich habe eine Kreditkarte. Also habe ich meine Kreditkarte angegeben und habe auch schon damit bezahlt. Alles wunderbar, ne? Und dann stand aber auf dem Blättchen Papier, dass der Hauptfahrer eine Kreditkarte vorweisen muss. Und unten stand, dass derjenige, der das bezahlt, also der Kreditkarteninhaber, auch eine, was war das, eine Vollmacht letztendlich genau, geben kann. Okay. Also ich kann auch sagen, dass Stefan für mich fährt. Genau. So, das wäre kein Problem gewesen. Wäre da nicht der Unterschied, dass der Kreditkarteninhaber vom Haus, also dass der Kreditkarteninhaber, der bezahlt hat, nicht der Kreditkarteninhaber sein muss, der quasi seine Kreditkarte mir halt, falls irgendwas passiert. Also es ist ein bisschen kompliziert. Der Hauptfahrer muss eine Kreditkarte haben. Zeigen. Was Stefan nicht hat, hat keine Kreditkarte. Braucht ich noch nie, wozu also Kreditkarte? Ja. Also haben wir mich eingetragen, ich stand drin, ja, aber genau. Es hätte Judith eingetragen genau. Werden müssen, damit wir fahren hätten können. So. Richtig. Das war nicht möglich. Heißt, der erste Satz, den wir gehört haben, ich kann Ihnen kein Auto geben, das wir schon bezahlt haben. Wow! Und sie kann auf die Daten nicht zugreifen und die ändern, weil diese Abbuchung schon erfolgt ist. Richtig. Hast du das Geld rausgeholt? Wir brauchen Geld. Ich mag Geld raus. Ja. Ende vom Lied. Es war nicht möglich. Wir haben noch kurz mit London telefoniert. Da ist es der Hauptsitz von Atlas Option. Die haben gesagt, okay, ist so nicht möglich. Warum haben wir jetzt die drei unterschiedlichen Spuren rausgehen? Okay. Die fahren alle kurz hinterher. Ah, ich weiß. Schön, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß, ich fahre zu schnell, danke. Wir sind gerade noch im Flex. Auf jeden Fall. Ich hab keine Haben wir dann das versucht ein bisschen zu klären, haben das soweit jetzt geklärt bekommen, in Anführungszeichen, dass wir versuchen unser Geld zurückzukriegen von Atlas Option und mussten bei Localiza Brasil einen neuen Vertrag abschließen. Aber die Mitarbeiterin war wirklich so super noch freundlich, die hat sich darum bemüht und den gleichen Vertrag ungefähr auszuhandeln, wie wir jetzt schon hatten. Hat sie auch hingekriegt, wir haben jetzt, lass uns 30 Euro mehr bezahlen. Aber dann ging ja das nächste Problem los, dass wir jetzt erstmal hier bezahlen müssen, 370. Ich hab's leider, ich hab's nicht passend. 70 habe ich passend, aber nicht. Von euch, Portage, Portage, Portage. Portage. Ja. Ging das nächste Problem los. Das Auto hat, die Handbremse hat nicht funktioniert. Portage. Weiter. Ja. Obrigado. So, ja. Hat nicht funktioniert. Handbremse heißt das Upgrade-Auto. Wir haben ein Upgrade bekommen als Entgegenkommen. Zuerst hatten wir ein Ford Ka bestellt, dann war es ein VW irgendwas und jetzt haben wir das, was ihr auch gesehen habt. Ja. Also das erste Auto, der Ford Ka wurde geupgradet. Ich habe keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Nein, du fährst nicht. Nein, ich fahre nicht. Ich habe keine Möglichkeit, rüberzukommen. Cool. Gut, wir fahren einfach mal ein bisschen. Wir fahren einfach mal in die Gegend herum. Hier ist das 60, ich fahre das 60, jetzt beschwer ich mich. Ging auf jeden Fall die Handbremse nicht, deswegen berechnen neu. Deswegen haben wir dann nochmal ein Upgrade gekriegt auf noch einen neuen Wagen und der hat jetzt auch GPS, also Navigation mit dabei. Bedeutet wiederum für uns, wir müssen unsere Handys nicht bemühen, wir brauchen unser eigenes Navigationssystem nicht, sondern haben als Onboard. Total geil. Lass uns auch noch darauf hinweisen, du fährst zu schnell. Was man auch schon die ganze Zeit hört, weil ich habe hier absolut keine Ahnung. Ich rolle. Und ich fahre 50 und er zeigt an, 60 ist maximal. Ich glaube, er gibt mir immer Bescheid, sobald ich die Änderung bald mal kommt. Wir müssen uns noch absolut reinfinden. Ja, ich fahre doch nur, ich fahre 40. Ach, wahrscheinlich sagst du, was will denn? Achso, ich soll drehen. Und hier ist Radar. Ja, wird auf jeden Fall lustig. Such mal der hier.
Überholt dich schon. Ich fahre 40 Jahre, weil ich mich hier nie auskenne. Ich hab Schiss. Man muss so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Wir reden schon 6 Minuten. Es tut uns leid. Okay, Leute, also, wir sind auf jeden Fall unterwegs und ihr kriegt Eindrücke von unterwegs und wir sehen uns dann hoffentlich in irgendeiner Stadt wieder, wo wir uns ein Motel oder Hotel oder eine Herberge oder whatever gefunden haben. Bis dann. Bis dann. Guten Morgen! Ja, nee, morgen ist es nicht. Es ist schon Abend. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind die ersten 300 Kilometer gefahren. Circa, grob geschätzt. Wir haben uns nicht ganz genau drauf geachtet. Wir haben uns auch schon das erste Hotel ausgesucht. In Makae sind wir angekommen. Sieht man dann auch nochmal im Blog. Machen wir schon eine Karte rein. Und ja, Judith hat heute das Geld locker sitzen. Weil sie ist ja die Chefin des Geldes. Das muss ja gesagt werden, ne? Frauen überwachen das Geld, ne? Kennt das vielleicht, kommt nach Hause am Anfang des Monats, die werdet umgedreht, die Frau überwacht das Geld. Nach dem Malheur mit dem Auto darf ich mir da draußen sehen. Ja, darfst du dir absuchen. Haben wir heute schon so viel Geld ausgegeben, da macht das jetzt auch diese Zone, wenn ihr. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt hier einquartiert. Ich weiß nicht, wie viele Sterne es hat, auf jeden Fall ist es ein luxuriöse Suite, die wir haben. Und das ist der Ausblick. Man hört es, glaube ich, auch. Man hat es auch, glaube ich, schon so. Man sieht, wir haben es nicht weit bis zum Strand. Das wird unser Ziel auch für gleich sein. Ich zeige euch aber noch kurz die Suite. Das ist unser wunderschönes, luxuriöses Bett. Keine Küche oder so. Hier haben wir einen kleinen Arbeitsbereich. Da werden wir das Video fertig machen. Und hier kann man schon sehen, was auch noch geil ist. Hier ist eine Dusche drin, ne? Von der wir von beiden Seiten reingucken können. Schön groß alles gelegen. Schränke, alles mit dabei. Also richtig geil. Und deswegen werden wir jetzt hier erstmal ein bisschen erkunden, den Pool austesten. Dann kommen sie nämlich auch noch. Ne? Und wir sehen uns dann eventuell nachher nochmal wieder. Ansonsten morgen in aller Frische. Ne? Frisch und erholt. Tschüss. Thank you.
sind hier so ein bisschen... Entschuldige. Wir sind ein bisschen am Strand und ihr habt gerade hoffentlich einen totalen geilen Einblick gekriegt. Ich bin mal gespannt, ob das Video was geworden ist. Wenn ja, das ist Hammer. Der Strand. Ja, natürlich. Falls das Video nichts geworden ist, habt ihr hier Brustbonus. Ja, der Strand ist echt super. Die Stadt ist echt schön. Was wir bisher gesehen haben, ja, sagen wir es mal so. Der Flair hier am Strand ist echt, ist wie Miami Beach. So kann man sich das vorstellen. Die Leute sitzen hier auf dem Gehweg, flechten ihr Zeug und verkaufen und machen. Man hat die Musik mit dran und das Flair ist einfach der Hammer, oder? Ja. Lauter. Vielleicht die Kamera. Ja, ich bin es halt. Aufsetzen, ja. Ab dicken Bauch. Nee, ich finde es halt hier auch wunderschön. Ich werde von der Sonne geblendet auch. Ich finde den Strand sogar schöner als den Rio. Den werde ich nicht annehmen, aber mehr. Und auch der. Das war ihr Ort, ich glaube. den finde ich hier eigentlich viel schöner. Er ist ruhiger, da sind viele Leute und die Haare in sich. Und irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, es liegt eher daran, dass ich hier die Aufnahme sehr schön finde. Ich glaube, das ist im Geländer ganz toll. Keine Ahnung. Außerdem ist es so cool, nur aus dem Hotel rauszufallen, in den Rhein zu fallen und das so. Ja, eigentlich schon schade, dass wir auch wieder wegfahren. Ne? Aber wir wollen ja weiter, wir wollen ja noch selber. Genau. Also haben wir gar keinen anderen Fall. Wir müssen ja weiter. Genau, und unser Ziel werden wir erreichen und heute Abend gehen wir, denke ich mal, noch schön essen und dann sehen wir uns vielleicht noch beim Essen wieder, ansonsten danach und seid einfach. Tschüss. Wir waren am Strand, haben uns gedacht, wir gehen mal im Pool. Wir haben gedacht, der Pool ist im Keller. Evening! Ist aber nicht. Ist auf dem Dach. Da hupfen wir jetzt rein und haben ein bisschen Spaß. Da sind zwar schon welche drin, aber wir gleich auch. Musik. Das ist ja was hier.